Herzlich willkommen zum Impuls unserer Pfarreiengemeinschaft Lingen-Süd. Ich heiße Maria Schmeink und bin Gemeindereferentin. Am Aschermittwoch ist eine Projektwoche in unserer Pfarreiengemeinschaft gestartet, die heißt Anders Leben. Männer und Frauen aus der Pfarrgemeinde haben sich Gedanken gemacht, was heißt Anders Leben, wie sieht Anders Leben aus und warum eigentlich Anders Leben. Herausgekommen ist ein schöner Fastenkalender und ein Programmheft mit vielen tollen Aktionen. Leider konnten viele Aktionen aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden. Aber warum anders leben? Besonders beeindruckt hat mich die Arbeit im Kindergarten und in der Schule. Die Erzieher und Kinder haben im Kindergarten die Schöpfungsgeschichte erarbeitet, jeden Tag angeschaut und das kreativ umgesetzt. In der Schule hat man sich mit der Bewahrung der Schöpfung auseinandergesetzt. Was kann ich als Einzelner tun und was für das Große und Ganze? Und sie haben sich auch angeschaut, wo gibt es in Lingen schon gute Beispiele für anders Leben. Und diese Bilder beeindrucken mich jedes Mal wieder, wenn ich in der Kirche bin. Es ist sehr viel Kreativität, Farbe und es spricht von einem Leben in Fülle, das uns allen versprochen ist. Und ich möchte mit einem Gebet beenden vom Papst Franziskus für die Erde. Dort heißt es: Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten deiner Geschöpfe, heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Plünderer, damit wir Schönheit sehen und nicht Verseuchung und Zerstörung. Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten, zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen. Amen. Und so segne uns und alle Menschen, die zu unserem Leben gehören, der Gott, der uns die Welt anvertraut hat und uns die Aufgabe gegeben hat, diese Welt zu schützen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.